Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Bridge-Kanal. Heute ist Freitag und Freitag bedeutet, es gibt ein neues kostenloses wöchentliches Sofortturnier auf BBO und dem werden wir uns gleich widmen. Wenn ihr noch neu beim Bridge seid, dann solltet ihr auf jeden Fall hier oben meinen Bridge-Tutorial-Kanal ausprobieren. Hier könnt ihr die Grundlagen des Spiels erlernen. So, und dann legen wir auch direkt los mit dem ersten Board. Ja, und an so einem Sofortturnier teilzunehmen, loggen wir uns auf Bridgebase ein, gehen danach hier auf Sofortturniere, wöchentliches kostenloses Sofortturnier. So, wir haben 14 Punkte und Partner eröffnet. Das heißt, wir können jetzt hier entspannt zum Spiel forcieren. Wir spielen 2 over 1 Game Forcing, also ist 2 Treff hier schon spielforcierend. Partner gab es hier 2 Cur. Das zeigt jetzt einfach nur eine Minimumhand. Und jetzt habe ich theoretisch 2 Möglichkeiten. Entweder ich biete 2 Sons, um zu zeigen, ich bin ausgeglichen, ohne Curfit. Oder ich reize 3 Treff, um meine 6er Länge zu zeigen. Aber ich denke, 3 Treff sollte hier auch, also er sagt ja auch Rebiddable Clubs. Insofern tendiere ich doch eher zum 2 Sons Gebot. Partner wird schon was damit machen. Okay, Partner hat 5-4, also 5 Curl-Karten, 4 Pik-Karten und Minimum. Dann möchte ich doch 3 Sons spielen. Okay, wir haben 4 Pik-Stiche, 1 Curl-Stich und 2 Cargo-Stiche. Bei diesem Angriff 2 Cargo-Stiche. Das heißt, ja, wir müssen uns 2 Stiche entwickeln. Das könnte entweder in Treff klappen oder in Cur. Die Cur-Farbe sieht ein bisschen dünn aus, aber in Treff muss ich sicher 2-mal ducken. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt den Buben lege. Okay, König. Wenn die Cargos hier 4-4 stehen, dann gebe ich 2 Cargo-Stiche ab und 2 Treffstiche. Wenn sie 5-3 stehen, dann ducke ich auf jeden Fall mal, um die Kommunikation zu stören. Und okay, es kam als Angriff die Cargo 3 und Ost hat die Cargo 2. Und da die Gegner die vierthöchste spielen, stehen sie jetzt sehr wahrscheinlich 4-4. Das ist ja eine gute Information. Das bedeutet, ich kann mich entspannt der Trefffarbe widmen. Zurück. Okay. Ja, das war jetzt natürlich sehr nett. Da hat mir der Gegner es ein bisschen leichter gemacht. Ja, damit habe ich jetzt 4 Treffstiche und 4 Pikstiche. Dann kann ich claimen. 100%! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. 3 Leute haben 3 Sons erfüllt und viele waren in 4 Cur. Was ist da passiert? 2 Treff, 2 Cur, 4 Cur, 1 Cur, 2 Treff, 2 Cur, 4 Cur, wieder 4 Cur, wieder 4 Cur. Okay, also da haben anscheinend viele Spieler die Reizung vom Roboter missverstanden. Schauen wir uns das mal an. Also der Roboter zeigt hier mit dem 2 Cur Gebot einfach nur eine Minimumhand. Er hat mit einer stärkeren Hand würde er in 3 Cur springen oder würde 2 Sans Atout reizen oder im aktuellen Fall würde er mit mehr Punkten 2 Pik reizen, um einen starken Zweifärber zu zeigen, mit 5 Curs und 4 Piks. 2 Cur ist einfach nur, ich habe Minimum. Das sagt aber nicht zwingend, dass er einen 6er Cur haben muss. Eigentlich zeigt es sogar in den meisten Fällen nicht einen 6er Cur. Und jetzt dann hier einen 4 Cur zu springen, tja, dann ist man halt im falschen Kontrakt. Gut. Sieht man noch alles. Ja, sehr schön. Nächstes Board. Wir haben 13 Figurenpunkte. Klassische Ein-Treff-Eröffnung. Man könnte hier natürlich auch ein Cargo eröffnen. Aber ein Cargo zeigt in jedem Fall, bis auf einen einzigen Ausnahmefall, ein 4er Cargo. Und deswegen ist es besser mit 3-3 ein Treff zu eröffnen und mit 4-4 ein Cargo zu eröffnen, weil einfach der Partner dann vom 4er Cargo weiß und so nicht auf die falsche Fährte gelockt wird. Okay, der Gegner möchte ein Song spielen. Da okay, also
natürlich. Moment, wir müssen mal kurz gucken. Ist das natürlich? Ja, okay. West zeigt also einen Zweifel, aber mit Körn Treffs. Und das hat hier mit dem Double ausgebessert. Das heißt, die Körs könnten stehen 5, 3, 2, 3. Mein Partner hat einen Dreier Kör. Und die Treffs stehen wahrscheinlich 4, 3, 3, 3. West kann natürlich auch 5, 5 haben oder 6, 5, 6, 4. Kann alles sein. Aber erstmal so als erster Anlaufpunkt. Hier können wir einfach positiv markieren. Wichtig, das Ass mit dem König wollen wir behalten. Es gibt auch keine Möglichkeit, dass er hat ja mindestens drei Treffkarten. Es gibt keine Möglichkeit, dass er diese drei Treffkarten abwirft. Da wollte ich mir also nicht Sorgen machen, dass mein Treff Ass keinen Stich macht. Gut. Aha. Mein Partner hat einen Fünfer Karo. Ja, ich denke, das Klügste ist hier jetzt einfach West in Trumpf zu kürzen. Er hat ja jetzt gerade schon auf eine Karo-Runde Pik abgeworfen. Wenn ich jetzt weiter Karo spiele, okay, kann er natürlich weiter Pik abwerfen. Warum spielt Partner denn so fleißig Treff? Okay, das heißt, die Treffer waren tatsächlich 4, nee, 5, 3, 3, 2. Partner hat einen Double-Treff, er hatte also 5 Curves, 5 Treffs, er hat 2 Peaks schon abgeworfen auf Karo. Ein Single Karo. Er hatte 5, 5, 3, 0 mit 5er Curve, 5er Treff und 3er Peak. Er hat auf jeden Fall exakt 5 Curves. Exakt 5 Treffs, muss ein 3er Pik haben. Ja, ist aber egal, weil die Piks hat er schon abgeworfen. Gut. 2K plus 1 für 82% schon wieder. Okay, da waren viele in 2K plus 2 und einer hat sich in 3 Karo getraut. Aha, okay, das ist immer ein wunderschönes Lehrbeispiel. Also wie gesagt, Karo zeigt nur in einer einzigen Ausnahmeverteilung ein Vierer. Hier hat jemand mit einem Dreier jetzt ein Karo eröffnet. Ein Partner geht natürlich zu 99% von dem Vierer aus und springt jetzt hier ein 3 Karo. Entschuldigung, er springt nicht, sondern er reizt 3 Karo kompetitiv mit. Und das geht natürlich gigantisch schief, weil man hier nur ein 5-3-Fit hat. Also wenn ihr 3-3 in Unterfarben habt, eröffnet lieber ein Treff. Gut, wir haben hier 11 Figurenpunkte und prinzipiell mit 11 Figurenpunkten und 4-4-3-2-Verteilung eröffne ich nicht. Bin eher so der konservative Typ. Gibt ein paar Leute, die hätten es schon längst eröffnet. Aber was hier wirklich, mehrere Sachen sprechen hier für die Eröffnung. Und zwar habe ich zum einen 4-4 in Oberfarbe, die möchte ich nicht verpassen. Zum anderen sind die Oberfarben sehr schön. Also hier Ass, Bube 10, Ass, Bube 9, das sind echt schöne Farben zu viert. Im Karo habe ich ein kleines Double. Hätte ich zum Beispiel in Karo die Double Dame oder sowas, weiß ich nicht, wie viel die wert ist. Da würde ich mich vielleicht zurückhalten. Aber wirklich die Punkte geballt in den Oberfarben, das ist schön. Und ich bin in Weiß. Also eröffne ich ein Treff. Gut, Partner antwortet ein Karo. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das einen Vierer Oberfarbe verneint. Okay, also ich muss jetzt meinen Vierer Oberfarbe nennen anscheinend. Denn wenn ich einen Song reize, zeige ich, dass ich kein Vierer Oberfarbe habe. Das ist in Forum D anders. In Forum D hat Nord auf jeden Fall die Oberfarbe zu nennen, wenn er Karos und eine Oberfarbe hat. Das heißt, wenn er jetzt ein Karo reizt, hat er entweder keine Oberfarbe oder er ist so stark, dass er sowieso zum Spiel forcieren kann. Also wenn ich jetzt einen Song Saturn
Temperatur reizen würde und er würde dann seine Oberfarbe nennen, dann finden wir schon nach oben seinen Fit. Wenn er schwach ist, darf er die Karos nicht nennen. Hier ist es anscheinend anders, also reize ich einen Cur. Gut, ein Partner hat eine Minimumhand. Dann spielen wir also ein Sans-Atout. Sieht man doch alles gut? Ja. Ich muss immer aufpassen, dass hier mein Gesicht nicht zu groß wird. Manchmal schaffe ich es, dass ich hier ein bisschen die Karten verdecke. Und merke es nicht, weil ich keine zwei Bildschirme habe. Auch noch ein Manko. Okay. Peak-Angriff, sehr schön. Die Treffs sehen natürlich sehr dünn aus. Also ich habe einen Pik-Stich, einen Körstich, zwei Karo-Stiche. Und ich kann mir jetzt mehrere Stiche entwickeln, entweder einen Pik oder einen Karo oder einen Kör. Probieren wir das mal. Also normalerweise ist es so, dass die Pik-Figuren am wahrscheinlichsten verteilt sind. Das heißt, wenn West die Dame hat, hat Ost jetzt den König. Ich weiß jetzt aber nicht, Pik 9 klingt gar nicht nach Pik-König. Also sie greifen entweder die höhere vom Double an oder die vierte von ihrer längsten Farbe. Die vierte kann 9 nicht mehr sein, weil nur noch der König da ist, der höher ist als die 9. Also es ist ein Double und dementsprechend ist der Pik-König nicht im Schnitt. Das heißt, wir geben jetzt fleißig ein paar Treffstiche ab. Ich habe natürlich potenzielle Längenstiche in Karo. Die möchte ich die nicht unbedingt abwerfen. Aber es wird sehr wahrscheinlich jetzt Pik kommen und da will ich meinen Pik-Stopper natürlich auch behalten. Okay, die Treffs lagen 4-4, Halleluja. Und ich kann mir hier einen Übergang zum Tisch erarbeiten. Okay, jetzt habe ich mit der Kördame einen sicheren Übergang zum Tisch. So, und ich darf nicht mehr abgeben. Also ich habe zwei Körstiche, einen Pikstich sind 3 und zwei Karo-Stiche sind 5. Tja, die beste Möglichkeit ist jetzt zu hoffen, dass West die dritte Dame in Karo hat. Und einfach mal den Karo-Schnitt zu wagen. Oder nicht. Ja. Und jetzt kann ich auch nichts mehr machen, außer hoffen, dass die Karos 3-3 standen. Oder vielleicht der Double Bube fällt. Ne, Double Bube nicht. Und 3-3 standen sie auch nicht. Okay, 1 Horn minus 2. Oh! 0%. Das habe ich genauso wenig erwartet wie hier die 3. Wie die hier die 100%. Was ist hier los? Da haben welche minus 1 geschafft. Einer hat erfüllt. Okay, da bin ich jetzt sehr gespannt. Aha! Der hat jetzt einen Song gereizt. Ist natürlich praktisch, dass man von seiner Hand dann Song spielt. Was ist dann passiert? Peak-Angriff. Ja, okay, das schenkt natürlich schon mal einen Peak-Stich. Okay, was ist bei den anderen passiert? Das interessiert mich jetzt schon, wie die jetzt einen Stich mehr gemacht haben als ich. Double Dummy sagt auch, es geht minus 1. Treff, 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 treff. Kör. Haben sie am Tisch genommen. Das finde ich jetzt eine nicht so gute Option, denn wenn man mit Kör am Tisch nimmt, hat man später keinen Übergang mehr in Karo, falls der Karo schon. Ja, falls man die Karos potenziell hochspielen könnte. Also man hat zur Hand mehr Übergänge, hier noch zwei Asse. Na gut, Kör geschnitten. Ach so, ja, okay.
habe natürlich mein viertes Curve von der Hand abgeworfen, weil ich nicht gedacht habe, dass ich die Curves hochspiele, aber irgendwas musste ich ja wegwerfen. Curve stand 3-3, die Karos nicht. Ich denke, es wäre eine passable Entscheidung, hier einen Curve abzuwerfen. Ich denke, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die Gegner Pik nachspielen. Deswegen ist es auch gut, die Piks nicht abzuwerfen. Ich denke, es war okay. Hat halt nicht geklappt. Schade. Gut. Hier haben wir eine einfache Ein-Curve-Öffnung. 16 Punkte, 6er Curve. Also ich habe hier prinzipiell einen Zweifärber. Deswegen würde ich eigentlich gerne Treffs reizen jetzt. 18 bis 21. Okay, was mache ich mit 17? Also ich fühle mich ein bisschen ein Ticken zu schwach zum Spiel forcieren. Und 3 Treff scheint Spiel forcieren zu sein. Aber 2 Treff ist limitiert auf 11 bis 16 Punkte. 12 bis 18 Total Points. Das finde ich witzig, dass das hier limitiert ist bis 16. Und das ist ab 18, das heißt mit 17 darf man nicht reizen. Komische Sache. Hinzu kommt natürlich, dass Ost auch noch Treffs hat. Das heißt, vielleicht will ich meine Treffs gar nicht ins Spiel bringen. Dem Gegner vielleicht noch so das Ausspiel erleichtern. Außerdem habe ich eine sehr solide Curve-Farbe. Ich denke, das Gebot trifft es ganz gut. Ich unterschlage meinen vierer Treff ein bisschen, aber es ist halt so. Partner hat anscheinend ein bisschen extra Punkte, also zumindest nicht absolutes Minimum, hat aber 2 oder weniger Curve-Karten. Okay, das finde ich eine grauenhafte Beschreibung. Wenn ich 3 Curve reize hier und der Partner mit dem Double Curve 3 Sons sagt, dann brauche ich einen neuen Partner. Wahrscheinlich hat er jetzt einen Single Curve. Ja, aber so eine Verteilungshand und der Stopper von Partner in Karo muss jetzt nicht besonders dick sein. Also ich hoffe einfach, dass mein Partner einen Single Curve hat. Vielleicht hat er doch einen Double, keine Ahnung. Wäre seltsam. Okay, Partner ist Chicane. Das ist natürlich blöd. Karo König sitzt im Schnitt, das ist auch blöd. Okay, ich habe einen Karo Loser, einen Pik Loser, mindestens einen Curve Loser. Und wenn ich kein Wunder erlebe, mindestens einen Treffloser. Wunderwerke Single-Figur bei West. Da kann ich es vielleicht mit. Kann ich vielleicht auf Peak. Ah ja. Partner hat 8 Punkte, ich habe 16, sind wir bei 24. Und die meisten der Punkte werden bei Ost sein. West hat schon die Karo Dame gezeigt. Also das meiste restliche Ost haben. Ha! Ha, wie schön. Treffs liegen 5-0. Okay. West hat Karo Dame, Karo Bube. Gut, Ost hat Treff Dame, Treff Bube. Ich könnte natürlich jetzt den Pik Doppelschnitt machen, um im Endeffekt auf einen Pik noch einen Treff abzuwerfen. Aber dafür muss ich einen Pik ducken. Ich ziehe erstmal 3 Runden Curve und bete einfach, dass sie gut stehen. Okay, also ich habe damit gerechnet, dass sie vielleicht nicht so toll stehen könnten, weil Ost ja schon 5er Treff hat und auch noch Picks. Dass sie 7-0 stehen. Das ist, glaube ich, eine absolute Premiere. Ich hatte mal 7 Trümpfe dagegen, als jemand einen Week 2 eröffnet hat in dieser Farbe. Aber mir ist es andersrum noch nicht passiert, dass ich mit einem 6er Curve 4 Curve spiele und jemand hat 7 Trümpfe dagegen. Okay,
Jo, also erfüllen werde ich nicht. Achso, ich habe ja auch total gepennt. Warum will ich mir denn die Piks hochspielen? Die Karo 10 ist ja hoch. Ja, hier. Ich weiß auch nicht. Trümpfe ziehen kann ich ja nicht. Er hat zweimal geschnappt, einmal habe ich gezogen, also hat er noch vier Trümpfe. Super. Genauso viel wie ich. Jetzt habe ich die Trumpfkontrolle zurück. Das ist schön, denn ich habe jetzt mehr Trümpfe als er. Dann noch zwei Trümpfe. Ich möchte auf Karo einen Pik abwerfen. Aber wenn ich jetzt Treff spiele. Wenn ich Kör-Kör spiele. Vielleicht hat er keinen Pik mehr. Wenn ich Kör-Kör spiele. Und er spielt Pik, bin ich. Gebe ich auch noch einen Pikstich ab. Probieren wir es mal. Kör. Kör. Okay, schick. Dreimal down. Ich denke dafür, dass wir in einem äußerst knappen Vollspiel waren, Partner dann nicht Single oder Double wie möglich hatte, sondern einfach Chicane. Und wir dann in 7-0 Stand den Trumpf hatten, ist 4-Kör minus 3 ein passabler Score. Was ist denn sonst noch passiert? Da sind welche in 3 Karo stehen geblieben. Also hier einfach 2 Kör zu reizen und danach nicht nochmal irgendwas zu reißen mit einer 6-4-Hand ist schon ein bisschen mager. 3 Sans, okay. Kann ich verstehen. Wenn die Hand so schräg läuft, spielt sich 3, so schräg steht, spielt sich 3 Sans sicher besser als 4 Kör. Ich würde hier trotzdem immer den 4 Kör ausbessern. Also man hat einen Single Karo, wenn Partner jetzt Ass zu viert in Karo hat, haben wir einen einfachen Karo-Stopper und danach bricht die Hölle ein. Gut, viele Leute waren auch in 4-Kör, so wie ich. Jeder dreimal down. Ich glaube, da konnte man auch nicht besonders viel machen. In 2-Kör wird man kontriert. Ach, schau eine an. Ja, West denkt sich, ja, 2-Kör machen sie nicht. Die kontriere ich mal schön. Aber wenn man 4-Kör reizt, dann denkt sich West, ja, das erfüllen die sicher. Okay. Ganz wie ihr meint. Vielleicht hatte er nach 4 Kör. Vielleicht hat man. Vielleicht haben wir durch die punktstärkere Reizung einfach suggeriert, dass wir nach 4 Kör im Kontra vielleicht 4 Sans in 4 Sans herauslaufen könnten und 4 Sans erfüllen. Vielleicht hatte er davor Angst und hat deswegen 4 Kör nicht kontriert. Aber 2 Kör. Kontriert er. Okay. Nächste Runde. 16 Punkte, ich habe einen Zweifärber, alright. Ein Pik, zwei Pik. Jetzt, wenn man die Punkte zählt, denkt man sich natürlich 16 Punkte. Da lade ich ein. Aber 5-5 Hände sind wirklich stark. Der Grund ist folgender: Ich habe in den Nebenfarben, nämlich in Karo und Kör, habe ich nur zwei Loser. Das heißt, was brauche ich für eine Hand von meinem Partner? Nehmen wir an, mein Partner hat Pik, König, Treff, Ass. Das wären 7 Punkte. Und ich mache 5 Pik von oben. Ich gebe 2 Körkarten ab. Punkt. Die Frage ist, mit Pik, König und Treff Ass nimmt mein Partner die Einladung an oder nicht? Also einladen ist hier meiner Meinung nach ein bisschen zu schwach. 4 Pik kann natürlich auch mal schief gehen, aber okay, mein Partner hat nicht Pik, König und Treff Ass. Aber Treff Ass Ausspiel gefällt mir ganz gut. Kann auf Karo König potenziell einen Körloser abwerfen. Also ich habe einen Körloser, einen Treffloser mindestens. Also eigentlich habe ich erstmal drei Treffloser. Aber ich könnte einige davon schnappen. Nach dem Angriff habe ich nur noch zwei wahrscheinlich.
jetzt das Karo Ass deblockieren muss. Das mache ich auch mal, um jetzt auf Karo König ein Körlose abzuwerfen. Aber jetzt komme ich nicht mehr so gut auf den Tisch. Ich kann natürlich Treff König, Treff geschnappt probieren. Und dann auf Karo König Kör abwerfen. Es geht gut, wenn die Treffs entweder 3-3 stehen oder wenn derjenige mit dem Double-Treff dann den Pik König nicht hat. Dann kann ich mit der Pik 10 schnappen. Das Problem ist das Treff Ass aus Spiel. Also das Treff Ass aus Spiel klingt seltsam. Wenn er hat Ass Klein Double oder er hat Ass blank. Ich denke, wir versuchen es trotzdem. Ich denke, normalerweise würde er Treff Ass, Treff Klein spielen, wenn er ein Double hätte. Aber er hat hier vielleicht gesehen, dass das Kör Ass mein einziger Zugang zum Tisch ist und deswegen auf Kör geswitcht. Ich probiere es einfach mal. Ja. Schlechte Entscheidung. Okay, also den Curl-Loser werde ich nicht los und habe mir jetzt zusätzlich noch einen Treff-Loser mehr geschaffen. Also einen Schnapper. Okay. Sehr gut. Dann werfen wir mal meinen Treffloser ab. Und jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass der Pik König sitzt. Und, no, tut er nicht. Das sind dann ziemlich sicher 4 Pik minus 1. Also im aktuellen Fall wäre vielleicht 3 Pik super gewesen, wobei ich nicht weiß, ob der Partner annimmt. Ich glaube, der Partner nimmt sowieso an. 68%. Okay, hat jemand eingeladen mit 3 Pik? 4 Pik, 4 Pik, 4 Pik. Okay, da lädt jemand mit 3 Pik ein und den Partner auch an. Also man ist immer in 4 Pik, minus 1 oder minus 2. Gut. Wir haben ein ausgeglichenes Blatt mit 18, 19 Punkten. Also erstmal haben wir 18 Figurenpunkte. Die Karo-Farbe ist sehr schön, die kann man entspannt aufrunden auf 19. Allerdings ist die Pik-Farbe wieder so schlecht, dass man das wieder abrunden kann. Also 18 trifft es ganz gut. Normalerweise würde ich jetzt, wenn der Partner was antwortet, 2 Sans-Atout im Sprung reizen. Also wenn der Partner zum Beispiel ein Kör oder ein Pik antwortet. 2 Sans-Atout zeigt dann die 18-19-Variante. In diesem Fall hat Partner jetzt keine Punkte versprochen, also er kann auch 0 haben. Deswegen nicht den Fehler machen, hier in 2 Sans-Atout zu springen, weil man es ja sowieso getan hätte. Wenn der Partner 0 Punkte hat und ihr habt 18, dann werdet ihr keinen Spaß in 2 Sans haben. Deswegen 1 Sans. Man hätte jetzt hier auch noch Kontra als Alternative, um zu zeigen, ich bin spielbereit in Kör und Treff, kurz in Pik. Ist eine Alternative auf jeden Fall, aber die dritte 7 in Kör ist jetzt nicht so. Also wären die Peak-Figuren hier in Kör und Treff gewesen, hätte ich das liebend gern gemacht. Im aktuellen Fall ist dann doch vielleicht Zaun besser. Gut, West hat wieder den Zweifärber gezeigt: 5er Peak, 4er Kör. Ost bessert in Peak aus. Kann ich jetzt noch ein Takeout-Double? Ich habe noch ein Takeout-Double zur Verfügung. Zeigt jetzt natürlich einen 4er Treff. Soll ich es machen oder nicht? Und zwar Pik habe ich wahrscheinlich 3 Stiche, einen Pik-Stich, einen Treff-Stich und einen Karo-Stich, eventuell 2 Karo-Stiche. Aber offensiv habe ich 5 Karo-Stiche, einen Treff-Stich, einen Pik-Stich, sind 7. Ich bin in Weiß gegen Rot.
Probieren es mit dem Takeout-Double. Partner Strafpass. Oh je. Okay, das könnte ordentlich in die Hose gehen. Also, die Peaks stehen jetzt sehr wahrscheinlich 5-4-2-2. Wenn Partner nicht einen 4er hat zum Strafpassen, weiß ich auch nicht. Gegner hat einen Curfit. Das ist interessant. Dass Ost hier mit Double Peak und 4er Curve in Peak ausgebessert hat. Aber na gut. Ich habe. Wenig Lust auf Karo-Schnapper. Deswegen sollten wir hier vielleicht mal zwei guten Peak ziehen. Gut. Spielen wir hier Lavintal? Ich weiß gar nicht, was der Roboter hier abwirft. Wir versuchen mal mit K7 die Karos nochmal ein bisschen zu gehen. Okay, er zieht weiter. Trümpfe, das heißt, die Trümpfe standen wirklich 5-4-2-2. West hat jetzt noch einen Trumpf. Warum denn der. Achso, wahrscheinlich hat Partner ein Single Karo. Na gut. Wenn dem so ist, dann ist ja ein Dreier Karo. Ja, 8, 11. Nee. Warum hat Partner auf Treff geswitcht? Okay, 5er Peak, 4er Curve, Double Karo, Double Treff. Und der Partner jetzt Treff gespielt hat, hat er wahrscheinlich noch den Treffkönig. Ich glaube nicht, dass Partner vom König weggespielt hat. Insofern ist jetzt noch die Frage, hat mein Partner noch einen Curve-Stich? Nee. Also 2 Peak im Kontra minus 1. Das ist doch gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es gut geht. Partner hat den Treffkönig. Er hat wirklich vom Treffkönig weggespielt. Für 2 Pik im Kontra minus 2. Alright. Boah, ich war einfach der Einzige, der im Kontra gespielt hat. Partner war natürlich schon mutig jetzt mit seiner Hand. Boah, das ist ja wirklich nix. Also ich hätte mit der Hand sicherlich 3 Karo gesagt. Weil 2 Pik im Kontra so schief gehen kann. Aber im Paarturnier kann natürlich 2 Pik im Kontra auch sehr, sehr gut gehen. Okay. 67% haben wir. 2/3. Und das, obwohl wir hier einmal durch unglückliches Alleinspiel, sage ich mal, eins unserer Tun für 0% gespielt haben. So. Nächstes Board. Hier wieder eine flache Verteilung. Und dann öffne ich natürlich meine bessere Unterfarbe. Und Partner hat Nada. Partner hat einen Dreier-Treff und keiner von den Gegnern findet einen Takeout-Kontra. Also Ost hat auf jeden Fall keine Treffplätze, das ist klar. Denn wenn Ost irgendwie 10 Punkte hat, 9 Punkte und einen Double-Treff, dann hätte er sicher einen Takeout-Kontra, einen Wiederbelebungskontra gefunden. Heißt, entweder sind die Treffs 3-3, das würde mich natürlich freuen. Gut, wir haben in Karo 2 Loser, wir haben 2 Loser in Pik, wir haben 1 Loser in Curve, sind wir bei 5 und nach dem Angriff vermutlich einen in Treff, sind wir bei 6 Losern. Das heißt, klingt doch ganz gut. Ich kann in Pik den Doppelschnitt machen, um eine Trefffigur vielleicht zu fangen. Gut, ich gehe mal stark davon aus, dass der Treffkönig nicht bei West ist. Andererseits, wenn West jetzt, also nehmen wir an, die Treffs sind 3-3. Ost hätte er den König gelegt, wenn er ihn hätte wahrscheinlich. Nehmen wir mal an, die Treffs stehen 3-3. Und
West spielt vom Treffkönige weg. Warum tut er das? Weil er erstens zu dritt ist oder zu viert, dann stört es nicht so sehr. Und zweitens hat er dann wahrscheinlich die Kördame und eine Pikfigur und vielleicht eine Karo Gabel. Das würde erklären, warum er keine von den anderen Farben anspielt. Wir sind mal mutig. Okay. Wir haben gesagt, Ost hat keine Treffkürze. Das heißt, die Treffs liegen 3-3. Ost mit, was hat er jetzt? Bube 7, Double im Pik hätte einen Wiederbelebungskonter gefunden. Also stehen die Piks 3-3. West hat den Treffkönig. Und West hat eine Pikfigur. Ich denke, von Könige, Dame in Pik hätte er Piks lieber angegriffen als vom dritten König weg. Er hat den vierten König. Okay. Ich denke trotzdem, dass die andere Pikfigur jetzt im Schnitt ist. Yes. Okay, und ich denke, dass West die Kördame vielleicht hat. Von ein paar kleinen Körs hätte er auch Kör anspielen können. Eine Karo-Gabel hat er auch. 5, 6, 7. Also wenn ich an West irgendwie aussteige und West zieht meinen letzten Trumpf, dann passiert in Karo eine Katastrophe. Also muss ich schauen, dass ich hier meine Top-Stiche mache. Schnappen darf er gerne, wenn er das Pik Ass schnappt. Ah, die waren auch noch 3-3. Also wenn er schnappen würde, ist es kein Problem, denn dann habe ich noch die Trumpfkontrolle. Mit meiner letzten Treff 5. Alright. Ja. Schauen wir mal. Okay, dritte Dame in Kör. Okay, das heißt jetzt wahrscheinlich noch ein Treff und Ass Dame in Karo. Komm, Ass Dame in Karo. Nee. Ass Bube. Ass Bube in Karo. Okay, das erklärt, warum er hier Trumpf angegriffen hat. Körangriff war hässlich von der dritten Dame. Pikangriff war hässlich von der dritten Dame. In Karo hatte eine Gabel. Gut. 75%. Einer spielt ein Song. Ja, kann man durchaus machen. Sind zwar nur 14 Punkte und eine ausgeglichene Hand. Da bin ich nicht der Fan davon in erster Hand, aber die Hand ist hübsch. Kann man ein Song eröffnen. 100%. Ein Song plus 1, ein Song erfüllt sind 75%. Ein paar Leute gehen einen Treff down. Ein paar Leute spielen einen Treff erfüllt. Gut, letztes Board. Wir sind bei 68%. Sehr schön. 19 Figurenpunkte. Ist hier also ein klares Kontra. Ja, normalerweise würde ich hier mit so einer 5-4-Hand 2 Karo reizen. Aber jetzt bin ich einfach zu stark für 2 Karo. 2 Karo ist limitiert auf so 17 Punkte, vielleicht 18. Ich denke, das ist eine Hand, wo ich mit 18 Punkten noch 2 Karo reizen würde. Ich weiß es nicht. Gut, Partner reizt einen Song. Ich könnte jetzt hier einfach 3 Song bieten, weil Partner ja, wie viele Punkte zeigt er? 5 bis 10. 2 Song zeigen 17, 19. 3 Song zeigt 19, 23. Wenn mein Partner 10 Punkte hat, könnte dann noch Karo Schlemm drin sein. Der hat Peak-Werte, dann wahrscheinlich. Eher nicht. Ich biete jetzt einfach mal 3 Sons, 19 bis 23 Punkten. Passt ja auch. Eine schöne Karolänge, um mir Stiche zu entwickeln. Gut. Wir haben 5 Karo-Stiche, einen Treffstich, einen Körstich, einen Pikstich sind 8. Moment, 5, 6, 7, 8. Müssen wir also einen Stich entwickeln. Ich kann mir sicher 2 Treffstiche entwickeln, also mache ich das.
den einen, den wir haben, sind 10. Ja, dann versuchen wir es noch mit dem Pikschnitt. Der sitzt bei 11 Stichen. Können wir jetzt noch was squeezen? Wir können jetzt vielleicht noch einen Kerr-Pik-Squeeze. Allerdings ein bisschen seltsamer, weil beide Drohkarten da oben sind. Und kein Übergang nach da oben. Nicht viel. Dann spielen wir einfach unsere 11 Stiche runter. Vielleicht ist ja einer der Gegner so nett und wirft sich von seinen Körfiguren ab. Aber die Roboter machen beim Abwerfen echt erstaunlich wenig Fehler. Weiß ja natürlich, dass er jetzt die König abwerfen muss und seinen Körkönig hält. 3 Sohn plus 2 für 86%, 70% insgesamt, das ist ein super Ergebnis. Kann sich doch echt sehen lassen. Platz 1 mit gutem Vorsprung. Wenn hier in dem Board, den man sieht, wie ich mir den letzten Stich ersqueezen kann, denn Ost hat tatsächlich sowohl Pik als auch Kurt Drohkarten, aber die sind hinter der Nordhand. Beide Drohkarten auf Nord. Ich sehe es nicht so ganz. Falls jemand eine Idee hat, wie man hier 11 Stiche machen könnte. Ja, beim letzten Board hat man immer das Problem, dass man die anderen Tische nicht so gut sehen kann. Ich weiß nicht warum, macht das bei euch BO auch. Bei mir habe ich jedenfalls immer das Problem. Gut, dann freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn ihr neu im Bridge seid, vergesst nicht, ihr könnt hier oben meine Bridge Tutorials anschauen, wo ich Bridge von Grund auf für Anfänger erstmal erkläre. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr da wart. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.